So, willkommen zurück zu Let's Play Bulletstorm, Ballettstorm. Welcome back zu Bulletstorm. So, wir machen weiter, nachdem wir letztes Mal so gescheitert haben. Und ich verstehe hier immer nicht, warum. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel los ist, aber die Mausempfindlichkeit darf ich hier ja wohl mal jetzt auf ganz hoch stellen, denn das Ding hier bewegt sich kaum. Aber ich versuche das Ganze jetzt einfach mal. Ishi, geh doch mal aus dem Weg. So. Und damit ist es nicht wirklich einfach, den Torpedo hier zu bekommen. So, den haben wir aber. Hallo, geht der Heli hier mal kaputt? Gut, dann wenigstens den Torpedo. Oh, oh, er ist gleich da. Nicht gut. So. Das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. So, jetzt hoffe ich mal, dass das richtig war, auf die Tanks zu schießen. Ja, war's ja. Denke ich mal. Wow, wow, wow. Kommt hier jetzt noch einer? Nee. Da ist ein Tank. Ja, sehr schön. Cool. So, das haben wir bis jetzt auch geschafft. Gut, was... Was höre ich denn da? Wow, wow, wow. Das war jetzt ein unpassender Moment, um die Waffe nachzuladen. Wow, wow, wow. Unser Schleifgott ist zurück. Irgendwelche Vorschläge? Es hat die gottverdammte Brücke zerstört. Steig in die Bremsen! Um Himmels Willen, steig in die verdammten Bremsen! Die sind defekt. Die Bremsen sind defekt. Ich wünschte, ich hätte es nicht... Oh, oh. Ishi! Sind wir... tot? Nein, wir sind im ersten Akt Kapitel 3, was auch immer es ist. Es ist sauer. Du kannst treten, während du nachlädst. Ja, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Ich hoffe, dass ich jetzt mal ein bisschen mehr Skill an den Tag lege. Puh, und ich denke, das Spiel geht jetzt actionreich weiter hier. Ishi, alles in Ordnung? Ich bin am Leben. Ich wusste nicht, dass meine Arschbackenknochen haben, die brechen können. Und rüber da. Wir müssen klettern. Das Ding hängt nur noch an einem Arschhaar. Und immer ein bisschen auf die Punkte achten. So. Das Brückenkabel. Sieht aus, als wäre es stabil genug. Das werden wir gleich wissen. Hey! Ah, verdammt! Oh. Keine Ahnung, wie wir das überleben konnten. Irgendeine gute und freundliche Gottheit will wohl, dass wir hier rauskommen. Ein Tropfen aus Glück in einem Meer von Pech. So, jetzt schaue ich mal, wie viele Punkte ich denn so bei mir habe, was ich mir denn alles so kaufen kann. Oh, 6120. Gut, wir kaufen uns Magazin, kaufen uns Ladungen voll. Und mit diesen... Moment, wir können uns noch ein Update holen. Das geht nicht wirklich, oder? Wow. Damit ist die Peacemaker vollständig ausgerüstet. Sehr schön. Gut, dann geht's jetzt weiter auf Hyper-Mausempfindlichkeit. Natürlich, nein, die kann ich jetzt wieder ein bisschen runternehmen. Das ist nämlich schon sehr krass. So, ich denke mal, ja, gut. Nicht wundern, wenn sich das Bild ein bisschen sehr stark schwenkt. Die Mausempfindlichkeit ist immer noch hoch, aber sollte gehen. Was sind das denn für welche? Die hole ich mir mal. Wow. So, Kollegen. Jetzt habe ich hier sogar... Ah, die Piste, genau. Es gibt ja auch eine Pistole hier in... Bulletstorm. Es gibt hier auch noch einen Haufen anderer Waffen, aber
Jetzt hier die Pistole bekommen wir also als zweites gut. Die kann ich dann bestimmt später auch mal verwenden. Ah, ich will eigentlich den Knilch hier hinten bekommen. So, komm mal her hier. Kollege, du lebst noch. So. Jetzt rüber hier. Geht doch. Und hoppsassa. So, jetzt rüsten wir mal die Pistole aus, dann kann ich die auch, kann ich die euch auch gleich mal zeigen. Diese Hurensöhne sind echt zäh, das muss man ihnen lassen. Gar nicht gut. Gar nicht gut. So, ich versuche mir jetzt erstmal ein Heli zu holen. Wow, wow, wow. Und da haben wir auch schon gleich den ersten Gegner. Der Hubschrauber von diesem Penner ist beschädigt. Er kommt runter. Wenn wir Glück haben, kriegen wir den Vogel wieder flott und können damit verschwinden. Bist du jetzt glücklich? Ja, das Schicksal hat mir ein spektakuläres Geschenk in Form von gewaltigem Glück gemacht. Ihr seht also, die Pistole weiter. Braucht locker mal nur zwei Schuss, ich mag deinen Optimismus. Um Gegner zu, umzubringen. Wow, wow, wow. Heilige Scheiße. So, kicken wir das mal weg hier. Bams. Oh mein Gott, wo sind wir hier? Wie riesig das Ding ist. Wenn du fertig bist, die Umgebung zu bewundern. Ich habe am anderen Ende der Höhle einen Ausgang gefunden. Ishi? Wo bist denn du? Ah, Ishi, du bist schon hier hinten. Gut, dann komm ich. Yo, Kollege. So, rüber. Schaffst du es zu verhindern, dass dieser Logik-Code die Kontrolle übernimmt? Dank dir befinde ich mich in einem endlosen Kampf, um die Gewalt vor meinem eigenen Verstand zu behalten. Hey, versuch's mit Witzen und Sarkasmus. AIs kommen damit nicht klar. Vielleicht hilft dir das ja, am Ruder zu bleiben. Und was haben wir hier? Munition, glaube ich. Eklig. Oder? Was ist denn das? Ammo. Ja, für die Pistole, sehr schön. Das heißt, wir haben hier echt vom Feinsten mal wieder genug Patronen für die Pistole, hoffe ich mal, genau. So, wow! Was zum? Yo! Was genau sehen wir hier vor uns? Ich kann euch jetzt schon mal sagen, was jetzt kommt, ist sehr lustig. Dann hoffen wir mal, dass sich die Mama irgendwo anders verkrochen hat. Der einzige Weg hier raus führt mitten dadurch. So, ich kann euch jetzt was sehr Lustiges zeigen. Wir haben hier so eine Rieseneier. Und ich erinnere mich noch daran, dass wenn wir die Peitsche benutzen, Bams, ist das sofort kaputt. Und wir machen einfach mal alles kaputt. Bam. Ob mit Waffen oder so, ist doch alles einerlei. Wir schrotten das hier alles mal mit der Peitsche. Bam. So. Ihr seht jetzt irgendwie, glaube ich, nur Schleim im Video später, ja. Merkt man. So, das machen wir so kaputt. Bams. So, was haben wir hier noch? Hier ist noch ein Ei. Hier geht's nicht weiter. Gut, dann müssen wir hier lang. Wow. Sag mir, dass du das warst. Dann würde ich lügen. Nimm die Beine in die Hand, wir müssen hier raus. Schnell. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tanzen wir die Kurve. Wow, wo müssen wir denn hin? Ishi. Wo ist der Ausgang? Oh oh, fail. Ishi. Was immer dieses Geräusch gemacht hat, sieht sich hoffentlich nicht als Mutter dieser Eier. Okay, was ist auf seinem Rang? Es ist sauer und direkt hinter uns. Los, los, los. Wir müssen abhauen. Oh oh. Ob wir es hier noch lebend rausschaffen, Leute? Da oben ist der Ausgang. Wow, 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 wow. Rennen wir, rennen wir, rennen wir und geben Gas und rutschen. Und wir haben es geschafft, oder? Komm schon. Nein, nein, nein. Los, los. Flieg, du Scheißding. Ishi, gib Gas. Und Abmarsch! Geht doch! Das ist echt ein unglaublicher Angelplatz da unten. Da gibt's bestimmt ein paar fette Brocken. Oh oh. Wir sind zu schwer. Wer wollte schmieren ab? Das hört sich gar nicht gut an. Wow. Ich will diese Scheiße nicht hören.
hinter uns ist eine riesige Wolke drohender Verdammnis! Ray, aus dem Zug läuft Benzin! Schieß! Erledigt! Die miese, fette Übermama sind wir los! Freut mich, das zu hören! Wir stürzen nämlich ab! Nein, 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 nein! Und zweiter Akt, Kapitel 1. Eine Maid in Bedrängnis. Puh. Ich bin glücklich darüber, dass wir die Supermama so schön losgeworden sind. Aber wo sind wir jetzt abgestürzt? Heilige Scheiße. Ist schon okay. Lass es raus. Mir geht's gut. Ischi. Das glaube ich nicht. Wer weiß schon, was das Wasser mit deinen Nähten oder dem Androiden... Mir geht's gut. Alles klar. Schalt mal einen Gang runter. In Ordnung. Gehen wir. Also manchmal weiß ich echt nicht, was mit Ishii los ist. Die Final Echo-Soldatin ist in der Nähe. Atemberaubende Sonne. Wow, ist das hell. Sehr schön. So. Kleiner Lag, tut mir leid. Und wir gehen in die Hocke. Nein, wir sliden runter, weil wir es können. Und eine Versorgungskapsel. So, jetzt will ich mal wissen, was wir mit den Punkten eben alles hier in der Waffe kaufen können. Unsere Pistole. Ladung ist leider nicht verfügbar. Hier haben wir auch alles. Detonation ist auch noch nicht verfügbar. Na gut. Dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen mit der Pistole rumschießen oder mit der Peacemaker. Ne, erstmal Peacemaker verballern. So, und wir gehen Ishii hinterher. Und was erwartet uns hier denn für eine... eigene Welt hier. Großer Gott, dieser Ort ist riesig. Wer baut denn sowas und überlässt es dann einer Horde von Wilden? Vielleicht haben sie das gar nicht. Was für eine Riesenstadt hier. Also echt Big City. Und wir rutschen hier einmal ganz runter. So, was können wir hier machen? Weiter rutschen. So, ich habe das Gefühl, da oben erwarten uns Gegner. Scan der Gegend zeigt mehrere Gegner. Oh oh. An die Arbeit. So, die hole ich mir doch mal, die Spacken. Bam. Und jetzt ein Schuss und weg sind sie. Wow. So, ist hier noch...